Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV. Ich spiele heute für euch Guacamelee, ein PSN 2D Sidescroll Brawler, sage ich einfach jetzt mal so ganz unfachmännisch und simpel, von, wie heißen sie, Juicebox oder Drinkbox Games? Ich weiß nicht, ich habe es gerade eben noch gelesen, egal. Ihr lest es dann einfach im Untertitel des Videos und es ist halt so, ich teste das Spiel eigentlich für die PS Vita, mein Kollege Timo macht es für die PS3. Da aber Guacamelee grundsätzlich mit einem Cross-Save und Cross-Buy-Feature kommt, das heißt, ihr bekommt das Spiel, wenn ihr es für eine der beiden Plattformen kauft, bekommt ihr es für die andere automatisch mit, habe ich jetzt hier das einfach mal auf der PS3 runtergeladen. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt nur eine Demo-Version ist, weil nämlich bei uns immer wir ein bisschen den Spezialfall haben, dass wir Promo-Codes bekommen. Und es könnte also sein, dass das hier nur eine spielbare Demo ist und gar nicht das fertige Spiel. Aber es ist für das Angezockt letztlich irrelevant. Also es entscheidet sich eigentlich nur, ob ich dann je nach Gusto irgendwann aufhöre, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, oder eben wenn die Demo vorbei ist. Auf jeden Fall erfüllt es trotzdem den Zweck, dass es euch veranschaulicht, wie das Gameplay grundsätzlich funktioniert. Und deshalb fangen wir einfach mal an. Ich stelle einfach mal hier gerade, oder mal gucken, an Optionen. Die Bildschirmeinstellungen passen. Genau, und hier gibt es die besagte Cross-Save-Funktion. Ansonsten starte ich einfach mal ein neues Spiel. Juan? Juan, bist du zu Hause? Juan, wach auf! Juan. Schlagen, mich ducken und was kann ich noch? Springen. Hier, das war jetzt über Select. Hier kann man eine Karte aufrufen. Das soll uns aber erstmal nicht weiter interessieren. Im Verlauf der Zeit noch erklärt. Ein bisschen Sammelkram erkennt man ja schon. Und das ist das Pausenmenü. Überall schon Wrestling-Fotos im Hintergrund. Ich weiß schon so ein bisschen, worum es geht. Ich verrate aber erstmal nichts. Okay, hier gibt es auch scheinbar noch einen Durchgang, den man später öffnen kann oder sowas. Und natürlich, wie sich das für einen Mexikaner gehört, auch ordentlich Tequila. Klar. Endlich bist du wach. Es ist Mittag. Die Sonne steht im Zenit. Es ist keine Zeit, den Tag zu verschlafen. Das Fest zum Dia de los Muertos steht bevor. Mach dich ein wenig frisch. Ich könnte deine starken Arme in der Kirche gebrauchen, nachdem du die Zähne geputzt hast. Begib dich zur Kirche in Pueblucho und triff... Habe ich jetzt gar nicht zu Ende gelesen. Triff frei Eieiei. Da, genau. Hilf frei Eieiei. Okay, der Mönch heißt scheinbar frei Eieiei. Hier ist auch wieder sowas, ne? Wo man erwarten könnte, dass da noch irgendwas kommt. Pueblucho! Ihr müsst mich entschuldigen, wenn mein Spanisch nicht euren Erwartungen entspricht, aber ich kann überhaupt kein Spanisch. Pueblucho! Field? El Mans? El... Weiß nicht, wie man das ausspricht. Menschen würde ich jetzt auf Englisch sagen. Forest? Es erinnert mich gerade schon so ein bisschen an Nits Underground. Hey, Juan! Oh, die Lucadores trainieren für das bevorstehende Turnier zum Dia de los Muertos. Du kannst nicht vorbei. Das war jetzt so ein bisschen russisch und mexikanisch gemischt, habt ihr gemerkt, ne? Aber Nits Underground hat auch so eine offene Side-Scroll-Welt quasi. Juan, ich gebe bald eine Fiesta und will nicht, dass der Tequila knapp wird. Tut mir leid, Juan. Ich würde dich gern einladen, aber es dürfen nur Lucadores kommen. Ich glaube, Lucadores sind auch diese, das sind auch, so Wrestler. So mexikanische Wrestler. Ich meine, das aus dem Film Nacho Libre zu kennen.
mit Jack Black. In letzter Zeit ist es wirklich ruhig geworden im Haus. Ich kann mich einfach nicht durchringen, ihr Lieblingsspielzeug wegzuwerfen. Deshalb bewahre ich es im Keller unter der Treppe auf. Noch nicht hin. Na gut. Sicherlich noch irgendeine spätere Bewandtnis. Ja, man merkt schon hier zum Beispiel, man kann hier nicht hoch... Ach doch, hier kann man hochspringen, okay. So. Polo Rojo, don't be a chicken. Try it. Hola, Juan. Erinnerst du dich an meinen Sohn, den Lucador? Er hat 3 Banditen geschnappt, die frei Eieieis Weihwasser stehlen wollten. Schön für ihn. Genau, das ist so ein Lucador, glaube ich. Casa del Polo. Ah, Kinder, die man schlagen kann. Ich habe schon immer mal davon geträumt. Seit Zelda ist es mein Traum, in Spielen Hühner zu verkloppen. Das ist so eine Art Fetisch von mir. Ah, ihr seid in der Falle. Huhn! Ich hatte Huhn. Oh, jetzt kann ich das machen mit dir. Nee, geht gar nicht. Ich drücke zwar Dreieck, aber es passiert nichts. Kann ich auf dem Reiten oder so wahrscheinlich. Na gut, okay. Genug Zeit verschwendet. Ich glaube, ja, noch mehr Hühner, die ich verkloppen kann. Aber es bringt mir nichts. Also ich kann, obwohl Dreieck angezeigt wird, passiert nichts, wenn ich es drücke. Okay. Na dann. El Presidentes Tochter ist nicht nur schön, sie ist auch noch muy inteligente. Wusstest du, dass sie einen Abschluss in Geisteswissenschaften hat? Nee, sag bloß. Zerschmetter erstmal alles. Ah, Monetas! $500. Mal gucken, wie der Typ hier eigentlich aussieht, Juan. Okay, ja, man hat schon schönere Figuren gesehen. Aber ich finde es vom Design her irgendwie alles ganz, ganz sympathisch eigentlich. Von diesem mexikanischen Gedudel so im Hintergrund ist eigentlich irgendwie ganz nett. Business Cat vs. Bachelor Frog. Und sie scheinen Sinn für Humor zu haben. Ah, komm her. Ich erinnere mich, dass du ständig mit El Presidentes Tochter zusammen warst. Ihr habt seit Jahren keinen Kontakt. Warum? Tja, das kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. Frei Eieiei sagt, ich bin die beste Mathletin der Stadt. Hättest du damit gerechnet? Diese alte Casa steht seit Jahren leer. Die Leute sagen, darin hätte eine Hexe gehaust. Wahr oder nicht? Niemand will hier wohnen. Amazing Tequila Bros. Okay, das ist scheinbar die Kirche, zu der ich gehen soll. Ah ja, okay, hier sieht man auch auf der Karte dann immer in Quadranten eingeteilt. Das ist übrigens auch sehr, bei Knit Underground sehr, sehr ähnlich. Hier sieht es sogar tatsächlich nach Untergrund aus, obwohl es gar keiner ist. Man sieht aus wie eine Höhle hier, aber es ist ja keine. Und jetzt gehe ich zur Kirche. Hola, Juan. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Wir versuchen hier etwas Platz zu schaffen. Wir erwarten Leute von überall her, die zum Fest kommen. Selbst El Presidentes Tochter ist von der Universidad de la Santa Lucita zurückgekehrt. Genug von dem Tratsch. Könntest du die leeren Weinfässer in der Ecke dort zertrümmern? Aber na, selbstverständlich. Ich zertrümmer doch gerne sinnlos irgendwelche Fässer. Welch Kraft! Ich wusste, was in dir steckt. El Presidentes Tochter hat immer gesagt, dass sie dein Potenzial ebenfalls erkennt. Was für ein nettes Mädchen. Ich bin so froh, dass der Botschaftersohn aus dem Spiel ist. Er und die Frau von El Minister. Was für ein Skandal. Ach du Scheiße. Hablando del Rey de Romana. Wen haben wir denn da? Hallo, Frei. Ich... Juan. Frei wollte, dass ich heute vorbeischaue. Ich hab dich nicht hier erwartet. Juan, du siehst so... Weißt du noch, als wir Kinder waren? Wir haben uns gemeinsam so viel Ärger eingehandelt. Wow, das fühlt sich an, als wäre es ewig her. Du bist wirklich erwachsen geworden.
Wie dem auch sei, Frei, ich habe die Stühle gefunden, die du wolltest. Ich bringe sie später vorbei. Juan, könntest du zur Villa kommen und mir beim Tragen helfen? Ich würde wirklich gern Zeit mit dir verbringen. Wenn du willst, vielleicht könnten wir sogar zusammen zum Fest gehen. Ich muss jetzt los. Hoffentlich bis später, Juan. Tschüss, Frei. Hey, Juan, hast du das gehört? Nein, sag bloß. Das ist deine Chance. Oh, viel besser als meine Telenovelas. Oha, wie oft muss ich den Kindern noch sagen, sie sollen nicht mit dem Feuerwerk spielen? Was wollte ich sagen? Genau, El Presidentes Tochter. Du solltest sie wirklich mal treffen. Begib dich zum Herrenhaus und sprich mit El Presidentes Tochter. Okay, das wäre dann einfach nach links weiter. Hier, kriegst du noch einen Schlag ins Gesicht zum Abschied. Danke noch einmal für deine Hilfe, Juan. Bitte geh zu El Presidentes Villa, um die Stühle für das Fest zu holen. Hey, Dude. Hey, Juan. Was ist los? Ein paar Stühle fürs Fest? Klar, ich mach's schon. Ay, Dios mio! El Presidentes Villa steht in Flammen. Tu etwas, Juan. Juan, bitte hilf El Presidentes Familie. Das ist ein Notfall. Okay. La mansión del presidente. Okay, ein Fehler ist aufgetreten. Ich wurde vom PlayStation Network abgemeldet. Oh, da versucht also jemand den Helden zu mimen. Du bist weit weg von deinen Feldern, Agave, Junge. Das ist kein Ort für dich. Juan, lauf! Jetzt! Bevor dieses widerliche Skelett dich auch erwischt! Haha! Was haben wir denn da? Ich hätte gewiss nichts dagegen, dir diese Augen aus dem Schädel zu brennen. Gran Calacha! Es wäre mir eine Freude, mich um diesen Eindringling zu kümmern. Überlass den hier mir, Flammengesicht. Ich könnte heute etwas Action vertragen. Silencio! Wenn Jaguar Javier hier wäre, könnte er mit dieser Aufgabe betraut werden. Leider ist er beschäftigt. Ich werde mich selbst um diesen kümmerlichen Llamador kümmern. Die Welt der Lebenden... Oh, ich hab einen Frosch im Hals gehabt. Die Welt der Lebenden hat vielleicht einst beschlossen, mich zu vergessen. Doch dieses Mal werde ich ihnen keine Wahl lassen. Ich bin Carlos Calacha, Herrscher der Welt der Toten. Und du bist nicht einmal ein Lucador. Mach dich bereit zu sterben. Okay, versus Carlos Calacha. Special Guest. Juan! Nein! Okay, where the fuck am I? Hat es mir doch gerade irgendwie was von so einer tollen Schatztruhe angezeigt. Pueblucho. Ich will noch mal kurz schauen, ob in der anderen Richtung noch irgendwas war. Beziehungsweise, ach, da oben, ja, das ist die Schatztruhe, okay. Komme ich im Moment nicht dran. Man kann auch nicht nach oben schlagen oder so, sondern man kann nur eindimensional prügeln. Okay, hier geht's auch gar nicht weiter, also immerhin habe ich jetzt die Map bis dahin vervollständigt. Pueblucho. Davon übrig ist. Viva Calacha. Calacha vom May. Okay. Ja, da wo es glitzert, ist anscheinend irgendwas, aber. Entschuldigung. Nee, geht nicht. Okay.
Sei gegrüßt, Juan. Ich bin Tostada, Hüter der Maske. Wie interessant, dass sich die Maske dir offenbart hat. Kalacha hat die Ordnung des Universums gestört. Du hast bei dieser Sache sicher eine Rolle zu spielen. Wenn du diese Maske aufsetzt, Juan, wird ihre Macht dich in die Welt der Lebenden zurückbringen. Bist du bereit? Psst! Lucador, hier drüben! Die Stadt wird von bösen Skeletten angegriffen. Sie haben alle in der Kirche eingesperrt und ich fürchte, sie wollen sie niederbrennen. Bitte rette uns! Noch ein Tipp, bevor du gehst. Wenn du dein aktuelles Ziel sehen willst, drücke Select. Jetzt geh bitte und rette die Stadt. Ich tue weiter so, als wäre ich ein Fass. Ein zweiter Spieler kann jetzt einsteigen. Drücke Start, um auf den Controller von Spieler 2, um als Tostada zu spielen. Bei einer PlayStation Vita-System kannst du über die Remote-Play-Funktion mitspielen. Okay. Nice. Zwei Spieler-Koop hat die ganze Sache also auch. Rette Frei und die Dorfbewohner in der Kirche. Okay, mal gucken, ob ich jetzt schon irgendwelche Special-Skills habe. Okay, ich kann schon ein bisschen mehr prügeln. Das merkt man schon. Ich kann in verschiedene Richtungen prügeln, zumindest auch nach oben. Ich kann mit Dreieck irgendwas Tolles machen, bevor ich noch nicht genau weiß, was es ist. Ich kann mich rollen, ist auch neu dazugekommen. Okay, vielleicht kann ich jetzt auch was mit den Hühnern machen. Ich will jetzt zwar nicht wissen, was, aber vielleicht geht's. Oh, was hab ich getan? Ah, okay, dann kann ich die werfen. Ich verstehe. Ah, okay. Jetzt habe ich es hochgeworfen. So. Nice. Okay, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich so eine... Einfach um ein paar Kombinationen im Kampf hier einzuüben oder so. Okay, genug Hühner durch die Gegend geschmettert für heute. Komm zurück, du Schurke! Hilfe! Hilfe! Du da, Lucador, rette mich vor diesem Skeletto! Skeletto! So ist es richtig, Lucador. Linker Haken, rechter Haken. Jawohl. Zack. Vielen Dank, mein Sohn. Aber wir sind noch nicht sicher. Alle Stadtbewohner wurden auf der Toilette eingesperrt. Hilf uns, wir haben Angst und es riecht widerlich hier drin. Eieiei, da kommen sie. Mach sie fertig. Diese feigen Skelettos haben keine Chance. Okay, ich muss anscheinend immer sich erst vermöbeln und dann durch die Gegend werfen. Okay, der ist allerdings... Rolle in das Ende seines Hiebs. Hey, was soll ich denn machen mit dem Typen? Lass dich nicht treffen. L2 oder R, ja. Okay, das kriege ich hin, aber... Das bringt mir doch nichts. Ich kann ihn ja doch nicht kaputt hauen. Rolle in das Ende seines Hiebs. Ah, okay, ich muss das so machen, okay. Rolle in den Hieb. Wie soll ich denn in den Hieb rollen? Das ist doch total der Unfug. Jawohl, komm her. Ah, endlich sind wir sicher, du hast uns gerettet. Befreie jetzt bitte die Stadtbewohner aus der Toilette.
Hilfe! Lass uns hier raus! Ich danke dir für alles, was du heute hier getan hast. Ich kann dir für alles, was du heute hier getan hast, nicht genug danken, Lucador. Ich fürchte aber um die Sicherheit von El Presidente und seiner Familie. Suche in Santa Lucita nach Hinweisen. Ich glaube, einige der bösen Skelette sind in diese Richtung gegangen. Geh mit Gott, Lucador. Die Welt braucht deine Hilfe. Okay. Du solltest in Santa Lucita nach Hinweisen suchen. Ich denke, dort wollte Kalacha hin. Ach, okay, gib mir dann auch nochmal hier so ein paar... Ach, das füllt meine Lebensenergie auf, okay? Also immer schön mit den Leuten reden. Das ist anscheinend irgendwas. Ja, es hat so ein bisschen was, es ist ein bisschen ein Open-World-Brawler eigentlich, ne? Wirklich magnifico, wie du mit den Skeletten fertig geworden bist. Vielleicht könntest du mir bei einem kleinen Problem helfen. Mein Haus wurde von Hühnern überrannt. Ich weiß nicht wie, aber sie sind aus ihrem Gehege entwischt. Tu, was nötig ist, um sie dahin zurückzubringen. Schlage sie, wirf sie, alles kein Problem. Meine Hühner sind hier die zähesten. Okay, ich soll seine Hühner für ihn verprügeln. Ach ja, mein Haus, es ist das Gelbe unten am Hügel. Jetzt habe ich sogar so eine Art... Jetzt habe ich eine Art Sidequest bekommen, ne? Das Hühnerhaus kenne ich ja schon. Holla, unser neuer geheimnisvoller Papachito. Jetzt erkennt mich niemand mehr, oder was, wo ich jetzt diese Maske auf habe. Okay, jetzt ist das Gehege offen. Oh, das war ein bisschen zu viel des Guten. Huhn, rein mit dir. Okay. Das hat mir jetzt aber noch nichts gebracht, oder? Achso, okay, jetzt ist er da. Gracias, Senor. Endlich herrscht wieder Ordnung in Mikasa. Hier, ich habe gesehen, wie eines der Skelette dies in der Stadt verloren hat. Hoffentlich ist es dir von Nutzen. Okay. Gracias, Lucador. Vielleicht gibt es noch andere, die deine Hilfe benötigen. Gracias, dass du die Stadt gerettet hast. Okay, also immer schön nach Nebenmissionen Ausschau halten. Vielleicht kann ich hier... Okay, nee, ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht hier durchrollen, aber... Nee, ich habe auch schon gesehen, aus Trailern, die dann spätere Gameplay-Szenen beinhalteten, dass man sich auch in ein Huhn verwandeln kann. Danke für die Rettung. Komm her, ich hau dich. Frau Eieiei, ich sag mal Frau. Frei Eieiei sagt, ich bin die beste Mathletin der Stadt. Hättest du damit gerechnet? Ah, you don't say. Ja, okay, das kennen wir auch schon. Ja, okay, wenn jetzt keiner sonst irgendwelche Probleme hier hat, dann mache ich mich auf den Weg durch den Wald. Aber ich könnte mal zu meinem eigenen Haus nochmal gehen und mal nachgucken, ob da alles in Ordnung ist. Guck mal, das sieht doch überraschend aus wie ich, oder? Hat gewisse Ähnlichkeiten. Okay, das mit dem Spielzeug hatten wir auch schon. Vielen Dank, Lucador. Übrigens, komm doch zu meiner Lucador-Party, wenn du Zeit hast. Zwinker. Zwinker. Jawohl, wird gefickt. Verstehe schon. Ich hoffe, Santa Lucita wird nicht von Skeletten angegriffen. Durchquere schnell den Wald und zieh nach den Bewohnern. Okay, ich gehe erstmal kurz, bevor ich durch den Wald gehe, gehe ich erstmal kurz zu meinem eigenen Haus und schau danach, ob da alles in Ordnung ist. Agavenfeld. Okay, ich kann mich auch anscheinend nicht einfach so durchschmettern. Casa de Juan. 3000 Flaschen Tequila. Okay, kann ich mich auch nicht durchschmettern. Tja, nö. An den Lampen bleibt man immer so ein bisschen hängen, oder was? Ja.
Nee. Okay, ein bisschen Bankdrücken mache ich scheinbar auch. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich mich auf den Weg nach Santa Lucita. Okay, ist das eine Art Friedhofen, auf dem, aber das hier sieht eher aus wie ein Hochzeitsbogen, finde ich. Aber vielleicht ist es auch eine Grabverzierung. Forest. Was läuft, Bruder? Brauchst du was? Ich hab nämlich was. Ah, okay, ein Shop, nice. Okay, ich habe aber nur $600. Erhalte ein Stück Herz, mit 3 Stücken Herz erhältst du Bonusgesundheit. Okay, das habe ich ja schon. Erhalte ein Stück Ausdauer. Erhalte mehr Gesundheitsregeneration und Gesundheitsorbs. Verkürzt die Wartezeit, bis sich deine Ausdauer regeneriert. Verkürzt die Wartezeit, bevor ein Spieler respawnen kann, okay? Schwächt Gegner schneller. Führt einen zerstörerischen Suplex mit massivem Splash aus. Okay, das kann ich mir momentan alles noch nicht leisten, aber es gibt auf jeden Fall, wie ihr hier dran erkennen könnt, einige Upgrade-Möglichkeiten. Muss ich später nochmal wiederkommen, beziehungsweise es gibt sicherlich noch mehr Shops. Pueblucho! Okay, jetzt bin ich hier in diesem Chivo-Wald. Ich quere den Wald nach Santa Lucita und suche dort nach Hinweisen. Okay, einfach als nach rechts latschen im Wesentlichen. Okay, ja, Skeletto. Don Skeletto ist wieder unterwegs. Upsala. Also das Prügeln ist irgendwie simpel, aber es macht irgendwie Laune. Es hat so ein bisschen was von... Vientos. Okay, der Style ist auch ziemlich schick. Also es hat so ein bisschen was von Super Mario gemischt mit Nid Underground und einem so einem Arcade-Kampfspiel. Ich finde diese Mischung eigentlich ganz lustig. Okay, jetzt könnte ich mir wahrscheinlich schon irgendwie wieder was Tolles leisten im Shop. Zack, Skelett zerschmettert. Das ist bestimmt später, wird sowas alles bestimmt, da muss man bestimmt jede Menge Backtracking machen und dann kann man zusätzliche Areale freischalten. Santa Lucita. Okay, das sieht so aus, als ob der mich nicht einfach so vorbeilässt, der Kollege. Bleib dort stehen, Lucador! Befehl von Carlos Calacha! Ich warne dich. Ein Schritt und du bist tot. Was? Du möchtest wissen, wer ich bin? Ja, wieso nicht? Du scheinst ein ehrenhafter Lucador zu sein. Daher werde ich deine Frage beantworten. Mein Name ist Jaguar Javier. Ich war einst menschlich, wie du. In meiner Jugend lebte und trainierte ich hier in diesen Wäldern. Ich wurde zu einem mythischen Krieger, der edlen Königen diente und große Armeen zum Sieg führte. Doch das ist lange her. Nun diene ich Calacha. Die letzten Tage der Erde stehen bevor. Ich schlage vor, dass du nach Hause zurückkehrst und die Tage mit jenen verbringst, die du liebst. So ein Sturkopf! Lucador, du hast die Kirche gerechnet. Eine bewundernswerte und heldenhafte Tat. Deine Reise endet jedoch hier. Es schmerzt mich, einen Krieger wie dich so unfeierlich abzufertigen. Du kannst aber nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, gegen den hatte ich ja viele Chancen. Was läuft, Bruder? Brauchst du was? Ich hab nämlich was. Okay, jawohl. 750 ist aber das günstigste und ich hab nur $725. Ich geh erstmal nach links. Guck mal, was da so abgeht. Okay, jetzt kommen hier Jump'n'Run-Einlagen dazu.
Ah, schön. Das war jetzt bestimmt ein extra Stück Ausdauer. Hätte man an der Stelle auch nochmal erklären können, finde ich, aber... Mei. Jetzt 700. Jawohl. Dann gehe ich jetzt kurz nochmal hier zum Shop. Ein Stück Gesundheit. Jawohl. Bist du sicher, dass du das möchtest, Bro? Nice. Okay. Also ich kann wirklich nur sagen, so von diesem Stil hier, von diesem 2D Open World Jump'n'Run Zeug. Wenn euch das gefällt, aber ihr generell dieses Geprügel nicht so mögt, dann solltet ihr euch einfach unbedingt mal Knit Underground anschauen für die PS Vita. Hier kommt man scheinbar nicht hoch, momentan zumindest noch nicht. Zacken, okay. Das sieht hier so aus, wenn... Ah ja, okay, ist der nächste Shop schon wieder. Es sind mehr Shops, als ich... Oh, okay. Da fuck! Hey Kumpel, verwende L2 oder R, um durch Nägel zu rollen. Eine geile Sache. Ja, das ist bestimmt eine geile Sache. Au! Mir ist nicht wehgetan? Nee. Nee, es tut mir nichts. Okay, weil ich beim Ausweichen scheinbar... Während der Ausweichrolle bin ich scheinbar unverwundbar. Da fuck! Okay, einfach in der Luft ausweichen, das geht auch. Da glitzert es auch so, als wenn es da durchginge, aber zumindest momentan für mich noch nicht. Okay, jetzt bin ich hier oben. Oh, da fuck! Na! Oh! Krass! Okay, was ist das jetzt? Ah, okay, so eine Piñata, oder wie man das nennt. Okay, jetzt bin ich hier in so einer... Ja, die Shops, das ist ein bisschen am... ne? Aber das hat bestimmt auch damit zu tun, dass einfach später ich nochmal hier sein werde und dann die Möglichkeit haben soll, was zu kaufen. Außerdem schadet es mir auch nichts. Ich muss ja nicht in jeden Shop, mir jeden Shop ausführlich anschauen. Au! Puh! Okay, da muss man sich durchrollen. Haus. Was denn? Okay, schauen wir mal dort vorbei. Das ist auch so eine Art Maske und völlig Wrestling besessen hier. Okay, einfach zerschmettern, natürlich. Was? Du verrückter Lucador!
Warum zerstörst du denn meine Chozo-Statue? Ei, Karamba, Mann. Ich habe nur noch etwa 15 davon übrig. Typisch Lucadora, zuerst zuschlagen und niemals Fragen stellen. Schau, ich bin der große Huai Chibo, Fürst aller Ziegenmenschen, außergewöhnlicher Kriegerausbilder und König der bockbeinigen Strafen. Nun, bevor wir beginnen, sag mir, ist deine Mutter Single? Hat sie einen Kerl? Steht sie auf böse Jungs? Okay. Erklär mir, wie du hierher gelangt bist. Und ich halte dich nicht zu kurz. Okay. Insbesondere nicht darüber, wie du zu dieser Maske gekommen bist. Kalacha? Der Tempel? Die Tochter von El Presidente? Und Jaguar Javier? Mein ehemaliger Schüler? Ich werde deine Mutter einfach um ein Date bitten, nachdem wir die Welt gerettet haben. Zuerst müssen wir dich in die Künste des wahren Lucadors einweisen. Die Statue, die du gerade zerbrochen hast, enthielt eine magische Kraft. Den Hahnen-Uppercut. Drücke den linken Stick und Kreis, um diesen mächtigen Move auszuführen. Mit diesem Move kannst du rote Blöcke zerstören und kannst ihn sogar in der Luft ausführen. Sei jedoch vorsichtig, wenn du ihn zu oft einsetzt, bist du... Was ist das für ein Deutsch? Bist du dich eine Weile erschöpft, bist du für eine Weile erschöpft. Wenn du arbeitest an diesem Move, Bürschchen. Wenn es dich nicht umbringt, werden wir deine Ausbildung beim nächsten Treffen fortsetzen. Rooster Uppercut. Die wollen auch mit allen Mitteln, dass man irgendwie einen epileptischen Anfall bekommt. Du hast es, Mann, um den Hahn-Uppercut aufzunehmen. Okay, das ist der Hahn-Uppercut, ich verstehe schon. Okay. Nice, dann kann ich auch viel höher springen. Erster Power-Move. Okay, da kann ich noch nicht durch. Aber ich verstehe schon, worauf das hinausläuft. Moves lernen, sich immer neue Areale vorkämpfen, alte Areale wieder erkunden. Upsala. Den Hahn-Uppercut, den kann ich natürlich auch im Kampf verwenden, klar. Okay. Hier kann ich noch gar nicht durch. Okay, da muss ich dann erst... Brauche ich dann erst noch zusätzliche Kräfte oder so. Okay, das war nicht keine besonders kluge Idee. Wow! Okay, das funktioniert scheinbar nicht. Vielleicht muss ich jetzt von hier aus irgendwie... Ne, das geht auch nicht. Ich komme leider nicht durch, weil ich dann unterwegs springen muss quasi. Okay, scheinbar komme ich hier nicht wirklich lang. Ich gucke gerade, woran das liegt. Ob ich vielleicht einfach zu ungeschickt dafür bin? Vielleicht kann ich ja... Okay, so ja. Okay, so geht's. Vientos. Für eine Combo in die Luft, okay. Da fuck! Ah, okay, so kann man dann quasi... Ja, okay, ich verstehe. So kann man dann Kombos aneinander rein. Autsch! Autsch! Salam.
lange, Mistvieh. Oh, achso, ich habe keine Power mehr. Na, jetzt. Ah! Komm bei jetzt! Das ist gar nicht so einfach teilweise. Also die Kombos muss man schon ein bisschen üben, also. Autsch! Mensch, ich bin sogar gleich tot, ey. So. Okay, da hat er mich erwischt. Wenn er mich nochmal erwischt, dann habe ich es tatsächlich geschafft. Mich umbringen lassen. Ha. Okay, hier glitzert irgendwas, aber. Ja, okay. Das kann ich jetzt noch nicht aktivieren. Okay, da oben geht's dann. Oh! Upsala. Oh, jetzt habe ich versehentlich. Okay. Versehentlich ausgewichen. Jetzt kann ich mir noch mal ein Stück Gesundheit kaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Das ist jetzt am sinnvollsten. Boah! Immer diese Hardcore-Effekte, ey. Ich hoffe, ich schaue dich das gerade nicht in einem dunklen Zimmer an und. Okay, weiche Angriffen aus. Aber los, pack ihn dir doch! Tu es! Jawoll, so hat ich mir das vorgestellt. Wow, Leute! Nee, ist auch. Ist klar. Was zur Hölle? Da freut sich der Ziegenmeister. Santa Lucita! Bin da! Okay, ich bin in Santa Lucita angekommen und ich glaube, an der Stelle beende ich auch das Angezockt. Das war jetzt ja ein relativ umfangreicher Liste verschieben. Achso, okay, das ist, kann man sich die Kombos nochmal angucken. Mal gucken, wie viel es davon gibt. Na doch, gibt schon ein paar. Und jetzt kann ich hier einfach cross-save-technisch speichern in die Cloud. Jawohl. Okay, hab da einmal meine Daten gesehen. Und dann kann ich es theoretisch. Was heißt theoretisch? Dann kann ich es tatsächlich einfach auf der Vita weiterzocken. Beziehungsweise auch mit einem Kumpel auf der Vita das dann gegebenenfalls zu zweit machen über Remote Play das, und über Crossplay. Und das ist cool. Also bis jetzt habe ich einen echt positiven Eindruck davon. Ich würde sagen, es hat schon starke Parallelen zu Knit Underground, wobei eben Knit vom Stil her komplett anders ist. Das ist wirklich ganz, ganz ruhig, ganz minimalistisch. Da gibt es auch nicht wirklich so Kämpfe. Und hier ist es halt eher, das ist halt eben so ein bisschen die spaßigere, wobei Knit Underground hat auch sehr viel Wortwitz und sehr viel Humor, auch was die beiden Spiele verbindet. Aber hier gibt es eben noch jede Menge Action-Geprügel und sowas und alles so ein bisschen krass überzeichnet. Das gefällt mir bis jetzt vom Stil her sehr gut und ich hab einen positiven Eindruck und freue mich auch schon auf den Rest des Testes. Ihr könnt dann natürlich wie immer den Artikel lesen und dieses Video ist ja dann auch im Artikel nochmal eingebettet. Lasst mir wie immer Feedback und Kommentare da und erklärt mir, wie ihr jetzt diese Dreiviertelstunde ist es jetzt, wie euch diese Dreiviertelstunde mit Guacamele gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass es demnächst solche Angezockts wieder häufiger geben wird zu aktuellen Spielen diverser Art. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao!